Vio jobbt neben dem Studium, was gerade reinpasst. Mal hilft sie in einer Bibliothek aus, mal verteilt sie Flyer, mal verkauft sie Popcorn im Kino. Alle Jobs sind nur geringfügig, aber manchmal, da kommt sie damit über die monatliche Geringfügigkeitsgrenze. Was passiert dann? Oder wie schaut's bei Kevin aus? Unter der Woche arbeitet er halbtags in einem Callcenter und verdient über der Geringfügigkeitsgrenze. Am Samstag jobbt er manchmal in einem Plattenladen. Da ist er geringfügig angestellt. Wie sind die beiden versichert? Müssen sie Steuern oder Sozialversicherung nachzahlen? Bei Vio ist es so. Wenn sie unter der Geringfügigkeitsgrenze arbeitet, ist sie nur unfallversichert. Kommt sie mit ihrem Job darüber, ist sie in diesem Monat kranken- und pensionsversichert. Das passiert völlig automatisch, ohne Papierkram. Dafür muss sie im nächsten Jahr Sozialversicherung nachzahlen, und zwar rund 14% von dem, was sie in dem Monat insgesamt verdient hat. Arbeitslosenversichert ist sie aber auch mit x geringfügigen Jobs nicht. Bei Kevin ist es so. Beim Halbtagsjob hat er das volle Paket. Unfallversicherung, Krankenversicherung, Pensionsversicherung, Arbeitslosenversicherung. Im Plattengeschäft ist er aber nur unfallversichert. Weil er insgesamt über der Geringfügigkeitsgrenze verdient, muss auch er Sozialversicherung nachzahlen. Rund 14% von dem, was er im Plattengeschäft verdient. Das erhöht allerdings seine Pension. Und im Fall der Fälle kriegt er auch mehr Krankengeld. Und Bio und Kevin können die zusätzlichen Beiträge zur Sozialversicherung bei der Arbeitnehmerveranlagung angeben und, unter Umständen, einen Teil davon zurückbekommen. Ob die beiden Steuern nachzahlen müssen, hängt von ihrem Jahreseinkommen ab. Bis 12.000 Euro zahlen sie jedenfalls nichts. Nur was darüber liegt, muss versteuert werden. Wie das genau geht, erfahren Sie unter www.arbeiterkammer.at/dazuverdienen. Gerechtigkeit muss sein. Arbeiterkammer.